Macht der fallende Baum ein Geräusch, wenn keiner zuhört? Das ist eine Version der großen philosophischen Frage, ob wir durch unsere Wahrnehmung die Welt quasi erschaffen. Nun, jenseits der Philosophie braucht alles Hörempfinden vor allem ein Trägermedium. Meist ist es ein Gas, die Luft. Denn was wir hören, sind winzige Schwankungen des Luftdrucks, Schallwellen, die sich ausbreiten. Erreichen Sie dabei ein Ohr, hat das Ereignis gute Chancen, wahrgenommen zu werden. Hören beginnt bereits mit der Ohrmuschel. Sie unterstützt die Lokalisation der Quelle des Geräuschs und wirkt wie ein Trichter in den Gehörgang. Hier dringen die Schallwellen ein und versetzen an dessen Ende das Trommelfell in Schwingung. Die kleinsten Knochen des Körpers, Hammer, Amboss und Steigbügel, nehmen die Vibration des Trommelfells auf und leiten sie zum ovalen Fenster. Dahinter beginnt die Hörschnecke, die Cochlea. In sie wandert die Schallwelle und wird entsprechend ihrer Frequenz längs der Basilarmembran abgebildet. Diese ist an ihrem Anfang sehr steif. Dort werden hohe Frequenzen repräsentiert. Je weiter sich die Hörschnecke windet, umso nachgiebiger wird die Basilarmembran und so für tiefe Frequenzen sensitiv. Der Basilarmembran liegt das Corti-Organ mit den Haarzellen auf. Über diesen wiederum liegt die Tektorialmembran. Durch die Schwingung der Basilarmembran kommt es zu einer Relativbewegung zwischen Haarzellen und Tektorialmembran. Und das führt zur Umwandlung des mechanischen Reizes in elektrische Signale. Die Axone der Hörnervfasern bilden den Beginn der zentralen Hörbahn. Sie ziehen als Nervus cochlearis zum Hirnstamm. Erste neuronale Verarbeitungsstationen bilden die Nuclei cochlearis. Sie verarbeiten nur Signale des gleichseitigen Ohrs. Teile der Hörbahn erreichen dann die obere Olive, die an der Berechnung der Position von Schallquellen beteiligt ist. Dazu genügen bereits Zeitdifferenzen von maximal 0,6 Millisekunden zwischen rechtem und linkem Ohr. Sämtliche Signale werden in den beiden Colliculi inferioris verrechnet. Hier spielen auch Informationen des Gleichgewichtssystems und der Augen eine Rolle. Die Hörbahn führt weiter zum medialen Kniehöcker des Thalamus. Axone seiner Neurone bilden die Hörstrahlung, die nun die Information zum primären auditiven Kortex transportiert. Der ist, wie alle Kerngebiete der zentralen Hörbahn, tonotop organisiert. Die vordringlichste Aufgabe hier ist die Unterscheidung, die Diskrimination sowie einmal mehr die Lokalisation. Eine weitere Verarbeitung findet im sekundären und tertiären auditiven Kortex statt, wobei zunehmend Informationen aus dem Gedächtnis und aus anderen Sinnessystemen integriert werden. Wichtiger Aspekt für den Menschen ist natürlich die Sprachverarbeitung, an der auch das Wernicke-Zentrum beteiligt ist. Doch welches Geräusch auch immer gehört wird, zumindest subjektiv, wird die akustische Welt durch Wahrnehmung geschaffen.